Hallo und hiermit grüße ich euch meine Lieblingsschüler. Beim Eintragen vom Code Crunch in eurem Itemshop erhöht sich euer Glück für die nächsten drei Klassenarbeiten und Tests um 80% und das ist wissenschaftlich bewiesen. Danke ihr Süßen, ich glaub an euch Couscous, aber ihr müsst auch drauf lernen Couscous. Oh, es ist spannend. Und weiter. Crunch Roy, Leute, und heute werden wir mal eine Runde Thanos sagt spielen. Und zwar hier im Endgame-Modus. Und wenn die Avengers und die Chitauris nicht genau meinen Befehlen folgen, werden sie einfach mit dem heftigen Thanos-Laser zerstört. Und für alle, die noch nicht wissen, wie das funktioniert, hier kurz ein Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, Thanos sagt, duckt euch, dann müssen wirklich auch alle sich ducken. Aber wenn ich jetzt einfach nur sage, zum Beispiel, duckt euch oder jetzt steht auf, dann werdet ihr jetzt hier schon wirklich dran. Aber das nur ein Beispiel war, ist es natürlich jetzt noch nicht so weit. Ja, also kurz zusammengefasst, wenn sie irgendwas machen, ohne dass Thanos sagt davor, dann werden sie komplett kaputt gemacht. Wir müssen erstmal kurz weiter in die Zone. Und das Ganze wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Also hier haben wir einmal das Team Chitauri. Es besteht aus 5 Chitauri-Kriegern und wir haben noch das Team der Avengers. Die sind hier zu 6 und das Team, welches als letztes überlebt, hat dann das Thanos sagt gewonnen. Macht euch bereit. Thanos sagt, weicht meinem Schlag aus. Okay, habt ihr alle soweit bestanden? Easy. Thanos sagt, stellt euch hier an die Wand. Jetzt duckt euch. Oh, okay, ihr seid schon Profis, wie ich sehe. Thanos sagt, die Chitauris müssen jetzt über meinen Laser springen. Die dürfen nicht angehittet werden. Ich werde ihnen so langsam von links, von hier nach rechts durchziehen, okay? Gut. Macht euch bereit. Thanos sagt, 3, 2, 1, geht's los und let's go. Ja, okay. Ich glaube, den mit der roten Hacke habe ich ein bisschen erwischt, aber es war okay. Jetzt machen wir es hier mal. Lasst mal kurz so eine Erhöhung hier bauen. Genau so, das will ich hier ganz durchgezogen haben, die ganze Zeit. Thanos sagt, ihr müsst jetzt meinem Laser ausweichen. Ich werde ihn langsam von rechts nach links hier durchziehen, okay? Avengers, ich wünsche euch viel Glück. Der Laser kommt. Oh mein Gott. Oh, stark gemacht. Nicht mal ein Hit. Das war sehr gut. Thanos sagt, duckt euch vor dem Laser, sonst wird er euch den Kopf zerbrechen. Oh, auch sehr gut, Avengers. Das war nicht schlecht. Jetzt mal wieder zu den Chitauris hier rüber. Thanos sagt, baut hier mal eine riesige Holzwand mit einer Lücke editiert. Aber noch höher. Und die Lücke oben. Genau, ja. Und dann irgendwo eine Lücke oben rein am besten. Ja, guck mal, das ist doch super. Sehr gut, so könnt ihr es auf jeden Fall lassen. Thanos sagt, stellt euch jetzt mal als Chitauris genau hier auf diese Wand. Und Thanos sagt jetzt, ihr habt alle 3 Versuche, um hier einmal durchzuwerfen. Wir können entweder mit den Tomaten werfen, wir können mit den Basketballen werfen, egal. Geh bei jedem durch, dass man sieht, wer egal. Wirklich, was ihr wollt, okay? Zuerst will jetzt mal hier dieser Chitauri werfen mit der Sensenspitzhacke. Du hast deinen ersten Wurf. Ja, wirft man nicht. Okay, das war, ja, ein eher ernüchternder Wurf. Digga, du hast jetzt nochmal einen. Wurf Nummer 2. Ah, das war auch wirklich schon, Digga. Da musst du ein bisschen da dein Bizeps trainieren, Digga. Komm, Alter. Dann wirf doch mal mit dem Basketball oder so. Du hast noch einen Versuch. Oh, shit. Okay, du stellst dich mal bitte. Also du mit der Sense, Thanos sagt, du stellst dich jetzt mal hier auf diese Plattform, okay? So, du bleibst mal einfach da stehen. Thanos sagt, du fängst jetzt hier an mit dem Werfen. Du hast auch 3 Versuche wieder. Okay, aber... war ein guter Versuch. Nochmal ein Versuch, Bruder, komm. Ich glaube, der Stein zerbricht. Ja, also irgendwie scheint es schon ein bisschen weit weg zu sein, ne? Ich hab keinen Golfball. Den Golfball, der wäre hier nicht schlecht. Thanos sagt, da du es jetzt auch nicht geschafft hast, gehst du auch mal hier auf die Plattform vor. Macht euch bereit. Stellt euch genau nebeneinander. Ralanos sagt, dreht euch um. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Thanos sagt, dreht euch um. Okay, du hast echt sau lange gebraucht. Das du mit der Sense, Digga, du bist schon wirklich... Wirf denn da die ganze Zeit Basketbälle, Alter? Ohne, dass Thanos das sagt. Ja, Digga, hört mal auf. Wer war das? Hat er die ganze geworfen da mit den Basketbällen? Okay, sagen wir ihr zwei. Ihr habt jetzt noch 2 Versuche, hier reinzutreffen und ihr werdet immer abwechselnd werfen. Thanos sagt, werft jetzt nochmal und der mit der Sense wirft zuerst.
Mal gucken, ob er es schafft. Boah. War knapp. Oh, aber er hat ihn als erstes durchbekommen. Okay, und er hat sogar nochmal. Okay, Thanos sagt, er steht auch drin mit der Sense, darf wieder zurückgehen. Und Thanos sagt, du läufst jetzt einfach nur in den Osten die ganze Zeit. Und auf dem Weg nimmst du noch den Stein mit, aber du läufst einfach weiter. Los, du schaffst es. Und weiter, 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 weiter. Okay, er wird jetzt erstmal auf die weite Reise hier geschickt. Also, es sind noch 4 Chitauris und 6 von den Avengers. Weicht meinem Schlag aus. Ja, immer. Ja, Jungs, ich hab nicht gesagt, Thanos sagt, weicht meinem Schlag aus. Boah, der war hier halt auch noch verdächtig, Mann, wirklich. Ja, der hat so eine Mütze auf, ne? Komm mal du her. Thanos sagt, komm mal her mit der Mütze da. Bruder, ich bin noch klein, Digga, lass mich. Und jetzt stell dich hier mal auf die Plattform. Bruder, hey, warum denn, Digga? Und wir holen jetzt hier noch einen Chitauri ran, komm. Jetzt hier der mit der Sense, der vorher auch schon ein bisschen den Struggle hatte beim Werfen. Komm mal hier auch auf die Plattform drauf. Thanos sagt, du mit der Sense, Chitauri, komm auf die Plattform hier drauf. Thanos fragt euch jetzt, wie viel HP habt ihr? Wie viel hast du mit der Mütze? Also ich habe grünes Leben 273 und blaues Leben 190. Und du? Blau 170, grün 170. Wieder schnell Taschenrechner. Die beiden haben jetzt hier gleich viel Leben. Und Thanos sagt, ihr stellt euch jetzt hier auf eine Seite jeder und ihr werdet jetzt ein Spitzhackenduell vollführen und der Stärkere wird gewinnen. Es werden die Chitauris siegen oder die Avengers. Let's go. Und los. Er hat Jetpack. Er hat mieses Jetpack am Start. Damit kann er gut was auswirken. Er muss halt auch treffen. Okay, dicke Hits gehen rein. Genau, sie können doch supporten hier und ein paar Flummis vorwerfen. Oh, es ist spannend. Es ist spannend. Der Bruder hat Jetpack. Unfair, Alter. Er wirft in der Boah, Schwer- wie er da reingeht. Wie er da reingeht, jetzt wird's knapp. Oh, Savage hat das Duell gewonnen. Dann sag ich jetzt mal, Avengers kommt hier alle vor. Alle? Okay, Thanos sagt, Avengers kommt hier alle vor. Vor mich hier. Stellt euch dahin. Ihr habt jetzt alle genau 5 Sekunden Zeit, mir Schaden zuzufügen. Und ihr müsst mir optimal genau 400 Schaden hauen, okay? Zusammen? Der, wo als allernächstes dort rankommt, der hat gewonnen. Als erstes fängst du jetzt hier an mit der Mütze. Thanos sagt, mach mir den Schaden. 2, 1 und los. 1, 2, 3, 4. Ey, stopp. Das reicht jetzt, okay? Wir sind an einem Punkt angelangt, wo es reicht. So, ich sag nicht, wie viel Schaden das jetzt waren, aber du mit den grünen Haaren, Thanos sagt, du machst es jetzt auf und hast wieder 4 Sekunden Zeit, mir Schaden zu machen. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Okay, das war doch schon ganz gut auf jeden Fall. Thanos sagt, los geht's. 1, 2, 3, 4. Und zuletzt kommst du hier dran. Der Havok-Skin, ne? Thanos sagt, los. 1, 2, 3, 4. Okay, Ende. Boah, das war schon, das war richtig gut, sag ich dir. Thanos sagt, gewonnen hat der Twitch Prime Skin und verloren hat diese Runde leider er hier, der Savage. Er hat nämlich knapp 1000 Schaden gemacht, so war ein bisschen verschätzt. Das heißt, wir haben jetzt hier noch 3 Chitauris gegen 3 Superheroes. Springt vor dem Laser jetzt, springt. Haus, Haus. Jungs, das ist ja ernst. Er hat mich Thanos sagen gesagt. Ja, Thanos sagt, Zoe, welche gesprungen ist, nimmt sich jetzt mal das Captain America Schild. Und jetzt wird das Endgame stattfinden. Also die 2 Chitauris gegen die Zoe. Stellt euch hier. Zoe, du stellst dich zu mir. Und Chitauris dürfen Laserwaffen benutzen. Alles, dies, das. Und wir werden uns den Kampf von hier anschauen. Thanos sagt, zerstört euch, bis nichts mehr übrig ist. Los geht's mit dem Kampf. Chitauris gegen die Zoe. Alles ist erlaubt. Wir haben die Laserwaffen. Und es geht direkt in heftigen Baufight rein. Die Zoe versucht hier viel zu blocken. Aber er ist wirklich down. Gegen zwei Chitauris, was will man da machen? Thanos sagt, alle, die jetzt noch leben, versammeln sich hier genau vor mir. Es sind jetzt also noch 3 Chitauris da und 2 Avengers. Thanos sagt, weicht jetzt dem Laser aus, der von oben kommt.
Okay, habt ihr gut gemacht, kann ich nichts sagen. Ihr müsst jetzt dem Schlag ausweichen, den ich jetzt hier runterziehe. Bam! Oh, okay. Da musste einer wohl los. Hä? Der Typ da rechts, rechts neben. Ach, der war's. Ja, du. Dann du. Okay, der Liebesranger hat jetzt somit alle vier Avengers-Waffen und er wird jetzt hier gegen die drei Chitauris in einem epischen Kampf kämpfen. Du hast alles vier, bedenke, du hast wirklich starke Waffen. Thanos sagt, die Chitauris stellen sich hier drauf, bevor der Kampf beginnt. Macht euch bereit, Jungs, das wird jetzt die letzte Schlacht sein. Haha, los geht's! Oh, er kommt hier direkt mit den Iron Man Repulsoren am Start und er baut natürlich auch. Jetzt kommen hier natürlich schon die Chitauris, die es auch sehr, sehr taktisch natürlich drunter spielen. Gehen hier hoch. Let's go, komm. Haben wieder Low Ground. Oh, er bekommt sehr, sehr viel Hits rein. Easy. Oh, okay. Also Leute, das war's mit Thanos sagt. Wenn ihr noch mehr von dem Format sehen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Die Chitauris haben klar gewonnen mit drei Überlebenden. Haben sehr stark gespielt, muss man sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cringe Royal.